Willkommen zu Folge D. Wir haben eine neue Zählweise eingeführt, weil wir ja immer noch nicht genau wissen, welche Folge das ist. Irgendwas zwischen 10 und 20, deswegen haben wir es jetzt mal D genannt, weil bekanntlich liegt D zwischen 10 und 20. Memory Terminal. Experimental Outcome Analysis. Substances, 3 Minds. 1 Ad Corpus, 2 Ex Corpus. Aha. Swapper Device engaged on all 3 Minds simultaneously. Result, me. Oh, ist das so praktisch das Log von dem eben? Könnte sein, ja. Das ist also ja ein Ad Corpus und 2 Ex Corpus. Das war ja eben der richtig. Fall. When the device was engaged by the trespasser, her own mind was combined with the charmer's and Dennett minds to create me. I cannot tell if I'm all of them or none of them, for I do not remember what it is to be anyone other than I. Da haben wir eben noch ein bisschen rumspekuliert. Jetzt wird es gerade erklärt. Mit der wir reden, das ist sowohl Chalmers als auch Dennett, als auch halt die dritte Person. Ich glaube, das sind wir selbst, ehrlich gesagt. Meinst du? Aber die redet doch mit uns. Ja, das sind halt die zwei Entitäten der anderen. Wow, da ist jemand. Ach, hier ist Dennett. First, was? Aha. You're going to kill us all. Good. We should have done it my way. Incredible. After all these years, you still cling to these dogmatic intuitions about the soul. The device doesn't work like that. You wanted to swap with the head watcher and take control? It would have destroyed you. I don't believe you can adequately explain how you know that, so I defer to the simplest explanation. Not a soul necessarily, but something which remains, even if the physical facts change. After all, we've been through countless bodies, but I still feel myself. If I'm right, then how would you ever know? I want to know. Please, let's keep things civil now. You've taken everything. You've given me no choice. Please don't. There's only one way to be sure. Oh, probieren Sie es jetzt? Ja, oh je. Okay. Oh, jetzt hat sie sich mit dem Headwatcher geswappt, oder? Ja, sie liegt schon mal da wie ein Stein. Ja. Ob es geklappt hat? Also ich glaube immer noch, dass wir die gleiche, also dass wir ein Klon von diesen drei Entitäten sind. Glaub aber ich glaube, wir sind natürlich nicht. Totaler Quatsch. Ich glaube nicht, dass wir ein irgendein Fremder ist. Doch. Das wäre dieser eine Twist, der jetzt noch fehlt. Ja, schau mal. Dann wäre es aber kein Twist mehr, wenn man es jetzt schon weiß. Ja, vielleicht habe ich es ja prophezeit. Du bist ja einer. Ist aber fies, so diese drei Leute da in dem einen drin. Das muss ganz schön ätzend muss sein. Ich muss zu Command, oder was war da unten noch? Da unten war nichts mehr. Auch noch ein Fahrstuhl, war ich da schon mal. Ach, hier unten war ich ja schon überall mal, stimmt. Naja, oben schon richtig. Fies. Drei Leute auf mir einmal. Reicht ja schon einer in mir. Wahnsinnig werden, ja, mich nervt ja auch schon oft genug. Also nicht der in dir, sondern der in mir. Du, dass du es mal klargestellt hast. It always were he picking using Freya, Freya, Freffer. Okay, der dreht auch langsam durch, der Stein. Kennt sich nicht mehr so gut aus. Ja. Kann ich ihn aufzurufen? Hier kann ich nur von oben wieder runter. Ja, geh weg. Noch ein Stein, noch eine Info. I hurt myself today. Odor. Something is wrong with who I am. I can't see that dimension. Das kennen wir alle, das Gefühl. There's no point apologizing. It's too late for you now. Habt ihr es gesagt? Ich wollte mich entschuldigen. You are sick. You will die. Das ist doch mal. Das ist meine Aussage. Top-Aussicht. Achso, hier kann ich gar nicht. Nix, alles blau angeleuchtet. Jump'n'Run was, unless. Ja, so, unless. Jetzt kann ich wieder runterfahren, oder wie? Nee, oben kannst reingehen. Ach, hier geht's rein, richtig. Und weiter geht's. Ich habe das Gefühl, dass wir fast am Ende sind. Incoming transmission detected. Broadcast location. Unknown vessel. This is Rescue Java 509 Alpha. Responding to response request. Sir, anyone on board? We're seeing some troubling readings here. Whatever you're exposed to, you're going to have to get off that station before we arrive, or we're going to be bringing home bodies, over. We'll be with you in approximately 13 hours, Theseus. That's 1-3 out. Out. Okay, Rettungsteam auf dem Weg. In 13 Stunden wollen sie da sein. Theseus Mission Parameters. The natural resources placed within our reach are all but exhausted. Research Station Theseus is one of 7 remote outposts established at great expense in a time of great need.
Its remit is the long-term identification and synthesis of useful alien materials. We ask our crews to survive on the frontier beyond the comfort of our families at home, beyond any hope of relief or your rescue for decades at a time, and we ask you to take the labor of the toil and turn it over to us, for the good of the many and for the good of the families who will not forget you. You will be stationed 7 years' travel from the nearest outpost. You will be expected to function largely self-sufficiently and, in the absence of reliable communications, to maintain professionalism in isolation for extended periods of time. An endeavor on this scale has never been attempted before, and you will find extensive documentation stored securely on the root directory. Research days. Das ist ja mal eine nette Jobbeschreibung. Also im Prinzip heißt nur, du wirst da ewig lang allein unterwegs sein. Viel Spaß. Ja, komm erst mal klar, Dummkopf. Ja, damit haben sie bestimmt viele gekriegt. 124 brauchen wir, wie viel haben wir? Zu wenig. 9. Das ist jetzt das eine Rätsel. Nee, wir. Eigentlich wäre es ein faires Spiel, wenn man nicht alle Rätsel lösen müsste. Weißt du, dass man halt mal an einem jetzt auch mal versagen darf, wie wir das halt gemacht haben. So wie bei Wetten, dass die Leute auch immer einmal versagen dürfen bei den Ratespielen. Ja, 3 von 5 müsste richtig sein. Ja, genau, haben. Sowas. Jetzt brauchen wir echt dieses eine Rätsel. Guck mal auf die Karte, oder? Ob das wirklich so ist. Ob es vielleicht nicht woanders. Ja, es ist. Meinst du, das letzte Rätsel ist? Dafür haben wir uns ja gar nicht so schlecht eingestellt, wenn es wirklich. Also dann waren wir doch recht fix, ja. Insgesamt, ja, guck mal kurz auf die ganze Karte. Meinst du, das ist echt das letzte? Du willst nur das eine Rätsel nicht machen, ne? Das ist ein Scheiß. Das ist echt ein Scheiß. Ich will das echt nicht machen. Aber es ist bestimmt gar nicht so schwer. Ja, wahrscheinlich nicht, aber irgendwie, wenn du einmal dann in so einer Bahn denkst, das ist das Problem auch, warum das manchmal für Leute einfach aussieht. Das Problem ist. So, guck, hier sind noch zwei Memory Terminals. Wenn man halt einmal nicht irgendwie in so einer Bahn denkt, dann kommt man manchmal auf was ganz Naheliegendes überhaupt nicht. Was leuchtet da oben? Das ist das Rätsel. Das ist das Einzige, was als extra anzeigt. Das ist das Einzige, was. Die haben noch so viele Memory Terminals nicht eingesammelt, was ist denn da passiert? So viele. Und da ist das eine letzte Rätsel. Nee. Doch. Nee. Insofern haben wir uns auch echt gut geschlagen. Finde ich auch. Das waren halt heute die Hänger. Wir sind eh nicht so fit anscheinend. Muss ja nicht hinlaufen, kannst ja hin teleportieren gleich. Ja, habe ich gesagt, mal einen Teleporter finden. Puh. Ich habe ja eine Ausrede, ich bin heute irgendwie, habe irgendwie eine Allergie oder so und muss die ganze Zeit niesen und kann deswegen nicht klar denken. Ich habe eine Denkallergie. Ja, die hast du auch schon immer. Ja, trotzdem mache ich es halt, das nehme ich ja auf mich. Denken. Das ist dann, ja. Ich würde ja gerne erst die ganzen Memory Terminals einsammeln, oder? Ich weiß nicht, ob das immer stimmt, dass wir die nicht gelesen haben. Manchmal, wenn man danach gestorben ist. Ich glaube es nämlich auch nicht, ja. Wenn man gestorben ist, hat er sich manchmal nicht richtig gemerkt. Also zum Rätsel, oder? Scheiß auf die Memory Terminals. Ja, fuck. Die Folge ist schon vorbei, wir können heimlich schummeln. Nee, eine halbe haben wir noch. Verdammt. Wir schummeln ja eh nicht. Wir müssen nochmal klarstellen. Wenn wir schummeln, sagen wir es euch. Wir schummeln. Es könnte sein, dass, nee, also dass wir irgendwann schummeln, kann hier schon sein. Ich weiß nicht, schummeln wir oder nicht? Oder sind es nur unsere Klone? Nee, wir haben echt bei Swapper noch nicht einen Deut nach. Wie gesagt, wie bei Antichamber auch nicht, bei anderen Sachen auch nicht. Also, da werden wir wieder. Scheiße, es ging auch so schnell. Ich dachte, wir laufen jetzt nach einer Weile hin. Ja. Können wir was. So. Oh nö, das frustriert mich jetzt schon. Ich bin hier, habe jetzt schon keine Lust mehr. Ob es vielleicht so ist, dass man hier erstmal stehen muss und man sich reinbeamt und man fällt runter. Dass es vielleicht hier alles seinen Anfang nimmt. Habe ich ja vorhin versucht. Das lief auch gar nicht so schlecht. Was haben wir noch für Hinweise, die wir, was wahrscheinlich Quatsch ist? Hier die. Die Stufe ist halt da. Die Stufe. Dann haben wir hier, sind irgendwie die Scheinwerfer, aber die sind wahrscheinlich egal. Da zähle ich nicht drauf. Und es gibt, man kann von hier einen hinschießen. Das ist, also da können wir uns schon mal sicher sein, glaube ich. Sonst wäre hier nicht diese Schräge. Und wenn du unten einen drauf schießt, geht aber nur hinten das Licht aus, oder? Das ist es ja. Es geht nicht mehr hier vorne das pinke Licht aus. Nicht mal das. Es wird ein bisschen schwächer, aber es geht nicht aus. Und das ist ja die einzige. Und die obere Plattform macht auch kein Licht aus, sondern nur die Tür hinten auf. Genau. Ja. Und ich kann hier, könnte ich rüberlaufen und dann falle ich hier wieder runter und dann kann ich hier rein. Aber ich kriege ja hier niemanden mehr draufgestellt. Also in dem Moment, wo hier einer steht, kann ich mich ja schon nicht mehr nach links bewegen. Es sei denn, ich laufe hinter. Und lauf wieder zurück. Hast du denn. Steht jetzt hinten eigentlich einer? Nee. Jetzt warte mal, jetzt bräuchte ich eigentlich noch einen hier unten. Aber wie erzeug ich den denn? Wie, was brauchst du? Muss ich da vorher noch einen machen? Du kannst da hinten einfach einen schaffen. Ich weiß gar nicht, was du willst. Das frage ich, weiß ich auch nicht. Dieses Kackrätsel, ich hab so voll keinen Bock drauf. Also hier kann ich überhaupt keinen erzeugen. Nee, den wollte ich auch nicht. Oh nee. Ja. Das ist so ein Endscheiß.
jetzt? Ja, weiß ich doch nicht. Das Rätsel kann ich auch jetzt gar nicht mehr vernünftig betrachten oder darüber nachdenken, weil ich irgendwie jetzt schon gefrustet bin. Das ist mir noch gar nicht passiert bei Rätselspielen oder in diesem Spiel. Ja. Ich muss aber gleich mal hinkriegen. So, stopp noch mal ganz kurz logisch vorgehen. Was haben wir denn? Wir haben wirklich nur zwei Plattformen. Eins macht hinten das pinke Licht aus. Das muss der erste Schritt sein. Das muss man irgendwie ausnutzen. Wenn einer auf dem Kopf steht, ist eigentlich Quatsch. Das kann es ja nicht sein, oder? Ja, dann kann ich die nicht schon mal gleich wieder zerstören, oder? Weil wenn einer auf dem Kopf steht, dann kommen wir nie da runter. Also er muss praktisch da schon stehen. Was passiert denn, wenn man... So, auf dem Kopf ist natürlich Blödsinn. Wenn ein Klon das, da hat man ja auch nichts von. Man kann sich auch nicht durch Stein durchteleportieren. Ich habe überlegt, wenn man den irgendwie da einschließen würde und dann den... Aber das bringt auch nichts. Also was geht? Ich kann hier einen hinsetzen und ich kann hier einen hinsetzen, der sich umdreht. Das du könntest dich jetzt dann unten in den reinschießen und dann in den linken sogar noch reinschießen. Genau. Das ist doch schon mal was. Und jetzt muss obwohl es läuft das Gleiche raus wie vorhin. Man hat nichts gewonnen. Obwohl... Nee, durchs Rote kann man ja nicht durchschießen. Oh, fuck. Geh mal in den rein, in den rechten... Den. Ja, dann hüpf mal nach links, dass der andere über die Stufe hüpft. Das könnte sogar sein. Und dann löst... Dann steht man nicht in dem drin und löst den schon mal auf. Und dann hat man das schon mal gelöst. Dann braucht man die Dings auch gar nicht mehr. Und jetzt muss man noch einen oben hinstellen. Ich müsste jetzt erstmal einen zerstören irgendwie. Ja gut. Ist wieder einer zu viel. Ja, wenn man dann noch zurückgeht. Ja, das, der eine ist halt überflüssig gerade, der unten steht, der vor dir steht. Den kriege ich auch nicht weg. Doch, nee, obwohl, nicht. Doch. Ja, aber nicht. Ja, aber es hilft jetzt so nichts. Alter, warte mal. Du kannst jetzt einen machen noch, ne? Ja. Ich habe, glaube ich, eine Idee. Ich weiß nicht, irgendwas zu machen. Ich weiß nicht, ob das weiterführt. Geh mal jetzt einen Schritt zurück. Schieß dich in den oberen rein, der in der Mitte steht. Und jetzt noch wieder einen Schritt nach vorne schießen. Einen kannst du noch stellen. Aber nur nach vorne, dass er nicht, dass er auf der Plattform steht. Geh mehr zurück. So weit wie möglich zurück. Und jetzt wieder nach vorne. Nee, das nicht. Also das ist doch so, dass du dich in den hier reinschießt, dann wieder nach vorne und wieder zurückgehst, dass du den oben auflöst. Das geht damit. Und dann steht der eine hier, einer dann, ich zeig's auf dem Bildschirm, das hilft euch nicht viel. Ja, also nochmal. Wir haben den Anfang, du gehst hoch oder so, genau, ist wurscht. Das schaffst du unten ein. Genau, okay, das passt. So, jetzt beam dich mal rein. Und jetzt in den unteren, oh, nee, ist egal, in den oberen. So, jetzt gehst du genau, jetzt schaffst du rechts ein auf der Plattform, beamst dich da rein. Gehst wieder rückwärts? Wie? Also nach links. Weiter, wieder bis zum Ende. Ah, das sieht aber gut aus gerade. Genau, das meine ich halt auch. Damit du auf. Jetzt wieder nach rechts schießen und das wiederholst du ein paar Mal, bis die sich alle aufgelöst haben, die anderen. Mach ja, das was mal. Was habe ich denn davon? Mach mal bitte. In den rechten reinschießen wieder und jetzt wieder nach rechts auf die Plattform schießen. Und wieder das gleiche nochmal in den rechten wieder reinbeamen und wieder rückwärts laufen, dass du erstmal alle auflöst. Genau, mach mal. Nein, jetzt kannst du nicht mehr reinschießen. Genau, jetzt schieße ich nochmal. Oder stopp, jetzt warte mal so. So. Jetzt hast du doch genug Männchen. Kannst jetzt einen nach oben schießen. Genau. Und jetzt nach rechts gehen. Und jetzt hast du einen über. Guck, jetzt kannst du nach links schießen. Bist du bescheuert? Wie hast du denn das jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Wie, du weißt es nicht? Ja, ich habe halt die Idee gehabt, dass du das so machen sollst. Und das hat geklappt. Ich habe einfach die Idee gehabt. Die Idee gehabt. Ja, habe ich cool hingekriegt, finde ich. Ja, super. Boah. Aber weißt du was? Warte mal, fehlt uns jetzt nicht trotzdem eine 124? 124, wir haben genau 124. Ja, dann war es auch das letzte Rätsel. Ja? Ha! Dann würde ich aber sagen, bevor wir uns in der nächsten Folge das große Finale anschauen, dann würde ich jetzt trotzdem noch gern kurz die Memory Terminals abklappern, weil ein paar Minuten haben wir noch in der Folge. Und okay, also dann können wir ja so sagen, wer jetzt keinen Bock hat, diese ganzen Memory Terminals zu verließen, dann guckt halt die nächste Folge, dann da machen wir das Ende. Richtig. Und alle, die jetzt doch noch gerne wissen wollen, was mit diesen Memory Terminals auf sich hat, ob wir irgendwas Wichtiges verpasst haben vielleicht, der kann jetzt ja noch da bleiben. Außerdem führen wir bestimmt wahnsinnig gehaltvolle Gespräche.
Die ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die ganze Story nicht verstanden habe. Ich tue mich ja zunehmend schwer mit meinem hohen Alter, Geschichten zu verstehen. Obwohl es jetzt ja so richtig eine große Auflösung gab, es ja gerade eben erst. Hier zeigt er doch ein Memory Terminal an und dann ist da aber wieder keins. Das ist doch hat er? Ich habe nicht so aufgepasst. Oder nee, das war dieser Stein. Oh, schau mal. Ach, da haben wir vorher nicht angehalten. Ja, der hat aber auch ganz wichtige Sachen zu erzählen. Danke dafür. Stein. Ja, was hast du erwartet? Jetzt hat er das letzte Rätsel gelöst. Geil. Du hättest mich mal, das kannst du ja dann anschauen, bei Thomas Was Alone sehen müssen. Wie das will ich mir unbedingt anschauen. Super, ich das hinkriege. Da bist du, glaube ich, ein bisschen traurig, dass wir das nicht gespielt haben. Das ist halt so ein bisschen mit eifersüchtig. Ich bin total dankbar, dass er mit der Idee daherkam. Achso, ich muss mich ja hinbeamen. Wo muss ich denn jetzt noch hin? Du bist eifersüchtig, weil das irgendwie unser Ding ist. Die Rätsel? Ja, dachte ich. Ja. Ich habe mir Fritz auch schon Quantum Conundrum gespielt und hatten richtig viel Spaß dabei. Also, du musst jetzt noch ein paar Steine angucken, aber wo musst du jetzt hier hin? Ja, anscheinend. Wo denn? Na, hier ist noch ein Ding. Mal gucken, ob das wirklich was Neues ist oder ob es. Was sind diese Steine? Was erzählen die uns denn? I'm different kind now. Take comfort that you are still the same for now. Das kam mir irgendwie bekannt vor. Nee, mir nicht. Vielleicht hast du es von deiner Mutter früher gehört. Die hat selten Englisch mit mir geredet. Die hat auch erst nach mir Englisch gelernt. Thomas Was Alone, ja, bin ich auch gespannt drauf. Das kannst du ja trotzdem mal. Oder spiele ich das vielleicht sogar noch? Ja, das geht ja schnell. Beides mache ich vielleicht. Ja, beides geht nicht. The choice is the same as before. You can die here or you can do what you have to do. Dann hast du 3-4 Stunden damit beschäftigt, oder? So was, ja, wie komme ich denn da unten jetzt hin? Das ist ja voll der Umweg. Oh, nee, du, oder? Erstmal den hier. Wie hübsch das ist. Schon, ne? So ein bisschen gewöhnungsbedürftig halt die Grafik. Aber es liegt ja an diesem Clay-Look. Ja. Dass dir alles mit... Life is worth living at any cost. I still feel myself. A mind is not only a brain. Hatten wir ja schon mal angesprochen, dass das alles, dass sie alle Assets, also alle Sachen, die hier gezeigt werden, haben sie mit Lehm selber wirklich nachgebaut und dann abfotografiert und dann ins Spiel eingebaut. Ja. Abgefahren. Aber wie in dem hat großen, einen coolen Look mal. Großen Volkslied, wer schmeißt denn hier mit Lehm, der sollte sich was schämen. Von, ich weiß gar nicht von wem, Berliner Moritatensängerin, glaube ich. Plopp. No one can make me do that, there is another way, it's the only way to be sure. Irgendwie finde ich diese Sprüche gerade gar nicht so cool. Ja, weil die jetzt auch, weil du die jetzt alle so abgehst, weil die einfach mal so mitnimmst. Den da unten, den hole ich mir jetzt nicht, das ist mir jetzt wurscht. Ja, danke sehr dafür. Gerne, ich beam mich da jetzt zum Ausgang. Ja, machen wir doch Schluss? Ja, wir machen jetzt Schluss. Komm. Ja, na gut. Irgendwann sagen wir gut. Aber ist die Folge schon vorbei? Achso, jetzt komme ich hier gar nicht. Wo ist denn hier der Teleporter? Ach, hier oben. Da oben. Ja, eigentlich schon, aber dahin laufen tun wir jetzt noch, damit die Leute, die jetzt vorher schon abgeschaltet haben, nicht mehr sehen müssen, wie wir da hinlatschen. Wir können ja bei dem Teleporter da oben anfangen. Bei dem hier einfach anfangen. Bei dem Teleprompter. Okay. Bräuchten wir auch mal. Dann jetzt wahrscheinlich Finale, es sei denn, es kommt noch eine neue Raumstation. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.